Dem Wald in Deutschland geht es so schlecht wie in den vergangenen 30 Jahren nicht. Diese drastischen Worte fand Umweltminister Dr. Till Backhaus bei der Landespressekonferenz am Dienstag in Schwerin. Der Waldzustandsbericht MV für 2019 wurde vorgestellt und der Zustand ist, analog zum Bundesgebiet, auch im Land schlecht. Die Anzahl an Bäumen mit großen Schäden, das heißt mehr als ein Viertel Nadel- oder Blattverlust, hat sich beinahe verdoppelt, von 17% auf 33%. Große Hitze und fehlender Niederschlag haben für einen großen Anstieg der Borkenkäferdichte gesorgt. Vor allem den Zustand der Buche in MV sieht der Umweltminister als besorgniserregend an. Das trifft sowohl für die Eiche als auch die Buche zu, dass in den letzten beiden Jahren aufgrund der Tatsache, und auch in diesem Jahr zeichnet sich das ab, kein Winter, auch wenn wir gestern ein kleines Intermezzo hatten, was aussah wie Schnee, aber wir haben keinen Winter und das bedeutet, dass die auch diese Bäume als Lebewesen normalerweise hochinteressant im Übrigen ihre Temperatur im Winter absenken. Die Bäume senken ihren Stoffwechsel ab, um auch Kraft für die neue Vegetationsperiode zu sammeln. Diese Kraft und diese Ruhephase wird ihnen nicht gegönnt. Und sie haben in den letzten beiden Jahren auch sehr stark Fruchtbildung, das heißt Nachkommen produziert. Und das belastet natürlich diese Bäume. Und das heißt insbesondere, dass uns die Buche große Sorge macht, weil sie grundsätzlich für den Waldumbau zu klimastabileren Wäldern für uns eine ganz feste Bank war und auch bleiben soll. Im vergangenen Jahr kam es bei 75 Waldbränden auf 935 Hektar Wald zu Brandschäden. In dieser Statistik spielte natürlich der Großbrand bei Lübten eine große Rolle. Dr. Till Backhaus hat angekündigt, dass 10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Landeseigentum für die Aufforstung genutzt werden sollen. Ein entsprechendes Konzept soll in Kürze vorgestellt werden.